Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Union Cross. Und ja, wir sind jetzt bei Quest 426 und es geht ins Schloss des Biestes. Und damit haben wir hier auf jeden Fall das nächste Schlüsselschwert, Rumbling Rose. Jetzt mal. Sieht so aus, als könntest du einen Wechsel der Szenerie gebrauchen, Kindchen. Und was für ein Timing. Weil eine neue Welt braucht deine Hilfe. Eine neue Welt hat sich geöffnet. Das verzauberte Schloss des Biestes. Dieser Ort gibt mir einen Schauer auf den über den Rücken. Aber selbst wenn er heimgesucht wird, du kannst nicht zurückgehen. Als ein Schlüsselschwertträger ist es deine Aufgabe zu... Was ist denn? Ist doch nur eine Statue, du Dummerchen. Was? Bist du dir sicher, dass du nicht Dinge siehst? Ich hab dir bereits gesagt, da ist nichts. Ah! Oh, warte. Es ist nur ein Herzloser. Naja. Steh da nicht rum. Geh ihm hinterher. Warte auf mich. Schloss des Biestes. Besiege die Herzlosen in der Eingangshalle. Mhm. Okay. Mal schauen, wie weit wir jetzt im Schloss des Biestes kommen in dieser Aufnahme. Gut. Eintritt verboten. Oder geh nicht rein. Oder wie auch immer. Do not enter heißt ja, geh nicht rein oder sowas. Okay. Thank you.
Er war nicht gerade sehr freundlich, war er? Aber er hat geholfen, die Herzlosen zu besiegen. Also vielleicht ist er nicht ganz schlecht. Das ist nicht gerade das wärmste Willkommen, das wir jemals hatten. Nebenbei, erinnerst du dich daran, was Meister Ava gesagt hat? Das ist richtig, die Traurigkeit in deinem Herzen führt dich zur Dunkelheit. Es könnte vielleicht auch in seinem Herzen Traurigkeit sein. Jedenfalls, du hast Herzlose in dieser Welt gesehen. Es ist keine Zeit, hier rumzusitzen und dich selbst schlecht zu fühlen. Wir müssen hier ausbrechen. Die Tür ist verschlossen? Naja. Ich bin mir sicher, dass du etwas tun kannst. Einen Moment, ich höre jemanden. Ist das das Mädchen, von dem ihr geredet habt? Hallo, mein Name ist Bell und die sind meine Freunde. Gehört, dass du eigentlich von diesen Monstern weggehauen hast. Du musst sehr mutig sein. Es tut mir leid, dass du hier eingesperrt bist. Ja, wir werden sehen, was wir dafür tun können. Aber zuerst einmal Einweisungen. Ich bin von Unruh. Der Kopf des Hauses. Also, ja, der Chef des Haushalts, der Hausmeister sozusagen. Und ich bin Lumiere. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen. In der Tat ist es das. Ich bin Madame Potier, Potin. Und das ist mein Sohn Tassimo. Es ist schön, dich kennenzulernen, Hiradi. Aber ich muss fragen, warum bist du hierher gekommen? Also sind diese Monster werden die Monster angezogen von der Dunkelheit im Herzen eines von jemandem? Und du bist hier, um diese Monster zu bekämpfen? Absurd. Das würde ja bedeuten, dass jemand in diesem Schloss schuldig ist. Du scheinst zu überrascht, mein Freund. Sag mir nicht, dass du vergessen hast, was heute passiert ist. Ich schätze, du hast recht. Und hier dachte ich, der Meister hätte sich geändert. Jetzt, wo Bell hier ist. Verändert? Wie, Mama? Wirklich ist es, Tassimo. Ich bin besorgt, Tassimo ist nicht der Einzige, der verwirrt ist. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß, er war wütend. Aber du denkst, es könnte vielleicht die Traurigkeit in im Herzen des Biests sein? Naja. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir müssen einfach mit ihm reden. Wirst du mir zu seinem Raum folgen?
Okay. Der Westflügel, Port 1. Dein Raum ist im Westflügel. Aber ja, der Flur ist gefüllt mit diesen Monstern. Denkst du, du kannst den Weg für uns freimachen? Ich bin sehr besorgt über ihn. Wir sollten uns wirklich beeilen. Der Westflügel Pot 2. Ach ja. Ich muss natürlich noch erstmal zurückgucken. Ja, genau, da sind nämlich auch noch Gegner. Danke sehr. Jetzt folgt mir. Der Westflügel Teil 5. Nur weil sie Monster sind, ist das keine Entschuldigung für ihre schrecklichen Manieren. Würde es dir was ausmachen, sie loszuwerden? Die roten Rosenherzlosen passen natürlich auch perfekt hier in diese Welt. So, der Westflügel Port 6. Eine Menge Story auf dieser einen Quest hier gerade. Los, um was dies zu treffen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt in den Bus reinrennen, weil hier oben wäre auch noch was gewesen, aber naja. Vielleicht ja in einer anderen Quest. Du hast meinen tiefsten Dank. Nun müssen wir uns beeilen und zum Raum des Meisters gehen. Was am meisten wichtig ist. Bitte, hör auf! Sag mir, was passiert ist. Diese Monster. Sie versuchen, etwas von mir zu erholen. Ich verstehe.
Es muss ziemlich wichtig für dich sein. Yeah. Verschwinde! Ich weiß, dass du einer von ihnen bist. Nein! Iradi ist hier, um uns zu helfen, nicht ihnen. Bitte, wir müssen zusammenarbeiten. Ich kann nicht. Ich muss hier bleiben. Aber diese Kreaturen werden das Schloss überrennen. Wir sollten gehen. Wartet. Ich werde mit euch gehen. Ich muss mein Schloss beschützen. Vielen Dank. Meister sagt einfach die Worte und es wird getan. Ich werde die Eindringlinge verscheuchen. Sie werden verbrannt und flambiert. Ich kann auch helfen. Ja, sicher. Wir werden tun, was wir können. Zählt mich mit rein. Ich kann euch nicht all den Spaß überlassen. Vielen Dank. Aber seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass einer von euch verletzt wird. Arbeite mit dem Biest, um die Herzlose im Schloss loszuwerden. Ich werde die Dinge hier instand halten, mein Kapitän. Okay, hier ist das Ziel. Ich möchte aber wenigstens einmal da oben lang gegangen sein. Ja, sind nämlich auch Gegner manchmal. Schon allein, um den Raum zu zeigen. Ach ja, so. Rückeroberung des Schlosses, der Ostflügel, Part 9. Okay, es waren offensichtlich ziemlich viele Quests hintereinander. Natürlich schön jetzt fürs LP, kann ich eine Menge überspringen dadurch. Ah, endlich! Etwas Ruhe und Frieden. Ich denke, wir haben den letzten weggescheucht von diesen Monstern. Jetzt muss ich zurück zum Westflügel, um Bell zu sehen. Eine rosige Wiedervereinigung, Part 8.
Schnell erledigen. Keinen übersehen, großartig. Wir wollen ja schließlich die Welt von den Herzlosen befreien. Müssen wir auch alle töten. Es ist in dem Spiel, um die Objectives zu erreichen, teilweise auch ziemlich nervig, weil man manchmal einfach nicht weiß, wo die ganzen Herzlosen sich verstecken. Und es einfach in den Raum Dinge gibt, die man nicht so einfach findet. Ihr seid in Ordnung. Vielen Dank für deine Hilfe, Herr. Ja, ich stehe in deiner Schuld. Danke dir, Herr Radi. Und vielen Dank, Bell. Du hast mir geholfen, es zu sehen. Dass es immer noch Freundlichkeit gibt in der Welt. Du musst mir nicht danken. Ich kann sehen, wie viel du dich um die Leute hier kümmerst. Bell, da ist etwas, das ich dir zeigen möchte. Aber zuerst musst du deine Augen schließen. Es ist eine Überraschung. Kann ich meine Augen jetzt öffnen? Alles klar. Ich kann es nicht glauben. Ich habe noch nie so viele Bücher zuvor in meinem Leben gesehen. Du magst es. Es ist wundervoll. Dann ist es deins. Oh, vielen Dank. Sieh dir das nur an. Ich wusste, es würde funktionieren. Was? Was hat funktioniert? Es ist schon sehr ermutigend. Ich habe gar nichts gesehen. Komm schon, Tassimo. Es gibt noch Aufgaben in der Küche zu erledigen. Nun, das sollte die Serie erledigt haben. Es hat gar nicht so lange gedauert. Vielleicht ist der Verstärker. Oh oh. Ich frag mich, was passiert ist. Vielleicht solltest du ihr folgen und es rausfinden. Scuffle im Snow. Rauferei im Schnee, okay.
vielen Dank, erneut. Das Biest hat mich gehen lassen, sodass ich mir meinem Vater helfen konnte. Aber dann wurden wir von diesen Monstern attackiert. Ich habe nicht bemerkt, dass da so viele waren. Doch ich hoffe, er ist in Ordnung. Ich muss meinen Vater nach Hause bringen. Aber könntest du vielleicht für mich nach dem Biest sehen? Zum Raum des Biestes. Da kommt auch schon Gaston. Entschuldigt mich, Meister. Lasst mich in Frieden. Aber, Sir, das Schloss wird angegriffen. Was sollen wir tun? Es ist egal. Naja, jetzt. Lasst sie einfach kommen. Ich befürchte, wenn nachdem Bell jetzt gegangen ist, ist sein Herz gebrochen. Das liegt jetzt an uns. Wir müssen das Schloss beschützen. Die Story von Beast Castle geht wirklich schnell. Ja, hier gibt's noch einen Geheimgang. Naja. Ein Monster in der Kleidung eines Mannes. Schau! Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, was du machen kannst, um ihm zu helfen. Sein Herz ist voller Traurigkeit. Es gibt nur eine Person, die ihm jetzt helfen könnte. Oh, da ist sie ja. Nein, Gaston, nicht. Und dann kriegen wir einen Herzlosen, der auf Gaston basiert. Erschaffen von Gaston. Wütender Elch. Je größer die Dunkelheit, desto stärker die Herzlosen, die sie kreiert. Komm raus und kämpfe! Liebst du sie, bis du in sie verliebt bist,
Denkst du wirklich, sie würde dich wollen, wenn sie jemanden wie mich haben könnte? Es ist vorbei, Beast. Bell gehört mir. Lass mich gehen! Lass mich gehen! Bitte! Verletz mich nicht! Ich werde alles tun, alles! Dann verschwinde! Beast! Bell! Bell! Du bist zurückgekommen. Du bist zurückgekommen. Natürlich bin ich zurückgekommen. Ich konnte sie doch nicht... Aber das ist so alles meine Schuld. Wenn ich doch einfach nur hier, früher hier gewesen wäre. Vielleicht ist es so besser. Sag sowas nicht. Du wirst wieder in Ordnung. Du kommst wieder in Ordnung. Wir werden zusammen sein. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Du wirst schon sehen. Zumindest kann ich dich sehen. Ein letztes Mal. Nein, bitte. Bitte, bitte, verlass mich nicht. Ich liebe dich. Bell, ich bin es. Du bist es. Ich bin mir sicher, du hast es bereits bemerkt, aber sie ist das wertvolle Licht dieser Welt. Ach ja, übrigens, ich glaube, diese komischen Fehler da, wie diese Striche beim Gesichtern, die zusätzlich sind, oder halt vorhin im Gewitter im Biestraum mit diesen Kästchen, das liegt alles daran, weil ich halt die Low-Quality-Version vom Spiel habe. Aber okay, gut, das war... Das Beast-Schloss. Ich habe es tatsächlich in einer Aufnahmesession geschafft. Ich bin beeindruckt. Beim nächsten Mal geht es dann ja auf Herzlosenjagd. Bis dahin und ciao.